put your hands up, crazy crowd. Geil, dass ihr eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zu einem Zwischen-Let's Play. Hier ist der Rich und ich spiele heute Blacklight Retribution. Das ist ein Free-to-Play-Shooter aus Steam und genau, ich finde ihn sehr attraktiv, weil er eine recht gute Grafik hat. Ich spiele es hier auf Full HD, auf beste Auflösung und wir gehen jetzt einfach mal rein in ein Spiel. Ja, genau, das ist ein futuristischer Shooter. Nein, das ist, geht mir zu kurz. Obwohl, wenn wir hier... Doch, das passt perfekt rein. Das machen wir. Was? Es war doch gerade 15. Unverschämtheit. Ach so, das war der gerade eben. Ups. Nein, darauf habe ich keinen Bock. Leute, da ist denn keine Server. Ich wäre ein Team Deathmatch. Kommt schon. Hier muss doch noch ein 15er. Da. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 15. Und hier ist sogar einer, der recht gut geht. Genau, da gehen wir jetzt rein. Mal zocken sie. Ne, okay, also ich habe noch nicht so viel gespielt. Sieht man auch an meinem Level. Ich bin noch nicht so hoch. Und bei... Ja, okay, die Texturen hier sind jetzt nicht so geil. Was? Was war das denn? Okay, da war ich überfragt. Was ich ganz lustig finde, es gibt einen kurzen Wallhack, damit man ungefähr sehen kann, wo die ganzen Spieler sind. Aber der geht nicht lange und man kann derweil auch nicht schießen. Also ist jetzt nicht so. Boah. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit mit dem Wallhack rumlaufen könnte und Leute ja, wegsnacken könnte. Aber halt, die Maps sind manchmal recht groß und es können halt maximal 16 Spieler auf den Server. Ist ganz gut, manchmal ein bisschen wenig, aber naja, was soll's. Ja, da haben wir schon den nächsten. Da habe ich durch meinen Kumpanen durchgeschossen. Da drüben sind sie. Hier, du rennst weg, Junge. Okay, los da runter. Nein, 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 nein. Jetzt konnte er sich verstecken. Scheiße, von hinten. Ah, das war richtig asselig von mir. Naja, 3-3. Egal. Also die Texturqualität ist eigentlich ganz nice. Wohl nicht so gut im Battlefield. Aber, ja, akzeptabel. Klar, es läuft ja nicht auf sowas wie Frostbite oder sowas. Aber es läuft mit der Unreal Engine 3. Also... Wenn ihr schon mal davon gehört habt, wisst ihr vielleicht, dass es eine recht gute Engine ist. Wohl auch schon ein bisschen älter, aber ganz akzeptabel, finde ich. Denn die Entwicklung der Unreal Engine hat irgendwie schon 2000... Nicht, dass ich jetzt lüge, aber ich glaube 2006 angefangen. Also schon recht alt. Die neueste... Also was ja unglaublich gut wäre, wenn es jetzt mit der Cry... Also wie heißt CryEngine 3, genau. Wo? Schade. Okay, das war die erste Runde. Wir machen aber gleich weiter. Ja, 4-4. So lala. Ja, da sieht man mal die oberen... Obwohl, 10-10. Naja, auch nicht so gut. Ja, okay, das andere Team war sehr gut. Naja, bin ich mal gespannt, ob ich mit meinem Team überhaupt zum Sieg... den Sieg erreichen werde. Wir können hier mal, ich kann ja euch kurz mal zeigen, wie das hier aussieht. Hier kann man den ganzen Helden hier ausrüsten mit neuen Sachen. Zum Beispiel mit einem neuen Helm. Aber was ein bisschen ärgerlich ist, dass hier Zen, das ist kein In-Game-Shop. Das muss man sich wirklich kaufen mit echt Geld. Oder man kann sich hier auch Masken kaufen. Und jetzt denkt ihr so, boah, hier 275 GP ist recht billig. Wenn ihr bedenkt, vor dem Spiel hatte ich gerade noch 22. Und wenn du richtig gut, wenn man richtig gut ist, dann geht das halt ganz schnell auf 275 hoch. Aber wenn wir jetzt mal draufklicken, dann sehen wir, oh, ein Tag nur 250 GP. 7 Tage schon 1650 und permanent ganze 7750. Oder 50, 50, 50, ja, bla bla. Also, naja.
Deshalb denke ich mir, dass manche Leute auch das mit Zen kaufen. Zum Beispiel, ich habe ja auch ein Visier drauf. Geht's los? Ja. Ich habe ja auch ein Visier drauf, das habe ich nur für den heutigen Tag, für die Aufnahme mal freigeschaltet. Damit ihr das mal ein besseres Spiel mal sehen könnt. So, jetzt gehen wir da lang. So, der erste. Oi, boah, da seht ihr, wie der Kopf weggeplatzt ist. Also das Spiel ist nicht gerade, ja, für Kinder geeignet, aber trotzdem. Mein Rad. Hä, der ist gerade am Spawn kommen die gerade her. Mein Rad für die Kinder hier unter euch, die es vielleicht schauen. Spielt's trotzdem, es macht Bock. Egal, was sowas wie Battlefield macht mehr Bock. Aber das macht auch Bock. Und zwar richtig. Genau, man kann auch nicht unbegrenzt rennen oder sowas. Also. Man hat so eine Art Energieanzeige. Alter. Boah! Wie steht's denn eigentlich? 2-3, scheiße. Das muss besser gehen. Und wieder ein Stieg. Ach, ich häng fest. Fire in the hole. Was? Ach, hinter mir ganz echt. Oh, der hat eine Shotty. Ja genau, sowas muss man sich halt mit Zen-Geld freischalten. Aber ich glaube, das kostet nicht viel. Ich glaube, das ist ein Euro-Betrag oder sowas. Und wenn man das spielt... Uiuiuiui, sehr gerne spielt. Scheiße, da bin ich drauf gegangen. Dann denke ich mir, dass man das auch ausgeben kann. Vielleicht geben wir es aus in nächster Zeit. Philipp hat das Spiel auch. Ich werde das sicher mit ihm auch ein paar Mal spielen. Boah, da hat er mich gerade eben geschockt. Ah, okay. Hat er ihn? Ja. Halt, ich häng fest. Also das beste Spawn-System hat das Spiel jetzt nicht. Ihr habt ja gesehen, gerade eben sind die Gegner immer wieder bei mir gespawnt. Boah! Den habe ich zu spät gesehen. 3 zu 6, oh meine Güte. Ja, und ich läster vorhin, das hab vorhin gelästert, dass mein... Auswählen, um ins Spiel zurückzukehren? What the fuck? Hä, warum erkennt er jetzt meine Leertaste nicht? Feuern, bla 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 bla. Aha. Komisch. Ich bin sicher, von da kommen gerade. Oh ja. Nee, da kommt dort niemand. Komisch, ich dachte schon. Ich dachte, da wären welche. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen verwirrt. Oh, ein Headshot. Ach. 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 wieder ein Stieg und let's go. Ja, jetzt hat er meine Leertaste wieder erkannt. Oder vielleicht war es auch ein anderer Fehler, keine Ahnung. Okay, der hat sich noch bewegt. Was? Boah. Boah, der hat doch voll den Headshot bekommen gerade eben, oder? 5 zu 8, meine Güte. Meine Güte. Seht ihr, also der Wallhack, der bringt nicht immer was. Der bringt nicht immer was.
Okay. Also ich glaube, hier ist gerade der Spawn. Machen wir mal ein bisschen Spawn-Kill? Nee, oder? Nee, machen wir nicht. Okay, ja, schon kaputt. Mal hier gucken, da gucken, da gucken, da ist einer. Renn. 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 Ah, ist der da runter? Wallhack. Es ist nur, schade. Geht die drauf? Nee. Ah, jetzt bin ich schon wieder hier. Da. Kill. Ach! Verdammt! Naja. So, wir haben noch ein paar Minuten. Hallo! Ach so, scheiße. Ich bin so ein Noob, ey. Wahnsinn. Okay, jetzt hier gucken. Lang gehen. Wallhack. Gucken. Und hier warten. Was? Sieg! Sieg! Okay, gucken. Vierter Platz, schade. Ich wäre hier gern gestanden. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder dieser komische Sound. Nee, doch nicht. Komisch, ne? Vorhin kam immer so ein komischer Sound. Nimm mal. Hammerfett. Hammerfett. Okay, weiter zur Pause. Okay, ich habe eine Belohnung erhalten. Schließen. Kann ich hier meine Belohnungen zurück zur Lobby? Nee, bin ich schon drin. Bewaffnung. Genau. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Eigentlich ist es ein geiles Spiel. Schreibt mal in die Comments, falls ihr mehr haben wollt von Blacklight Retribution. Dann können Philipp und ich das auch mal wieder häufiger spielen. Also dann. Ciao, Leute.